Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein bekanntes Handlungsmuster aus totalitären Staaten. Immer wenn es für die Mächtigen politisch eng wird, wird ein echter oder unechter, ein innerer oder äußerer Feind aktiv und lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen Feind und auf das Regime, das ihm vermeintlich entschlossen und tatkräftig entgegentritt. Die regimetreuen Medien begleiten diesen Krieg der gerechten Sache mit passenden Jubelmeldungen. Dieses Drehbuch hat George Orwell in seinem eindrucksvollen Werk 1984 sehr plastisch geschildert. Es lässt sich aber in jeder Bananenrepublik, jedem sozialistischen Moloch und leider zunehmend auch bei uns beobachten. Seit Jahren türmen sie Steuergeld für den Kampf gegen den vermeintlichen Extremismus, natürlich immer nur den Rechtsextremismus, aufeinander. Hunderte, Jahrtausende von linksgrünen Parteigängern haben keinen anderen Auftrag, als die angeblich ja so vielen Rechtsradikalen in unserer Republik aufzufinden, an ihrem schädlichen Tun zu hindern und bestenfalls umzuerziehen. Folgt man ihrer Darstellung, wüten Rechtsradikale an jeder Ecke, bei den Behörden, in der Polizei, überall schlimm, schlimm, schlimm. Ihre staatlich alimentierten Rechtsextremismusbekämpfer versagen offenbar fortwährend, aber das Einzige, was ihnen dazu einfällt, ist mehr Steuergeld, mehr Projekte, mehr Planstellen. Und um das mit alternativen Fakten zu unterlegen, erfinden sie einfach auch Rechtsextremismus. Die SPD-eigene Friedrich-Ebert-Stiftung, merken Sie sich den Namen, macht das immer besonders eindrucksvoll mit der sogenannten Mitte-Studie. Sie befragt regelmäßig Deutsche und kommt dann zu dem Schluss, dass etwa die Hälfte irgendwie extremistisch sei. Beispiel: Wer dem Satz bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein, nicht zustimmt, ist nach SPD-Definition schon rechtsradikal, zumindest aber Rechtspopulist, und das ist ja fast genauso schlimm. Vielleicht aber, liebe SPD, ist es auch einfach nur normal im Kopf. Und das wird in unserem Land, vor allem zunehmend aber auch in unserer Politik, selten. Super ist dieser Popanz auch für alle Hinterbänkler dieser Welt. Da kann man mit jeder noch so absurden Forderung und Äußerung noch Presse bekommen. Das gilt auch für glücklose Sänger, Künstler, Sportler oder Schauspieler, die gerne mal den Antifaschisten mimen, sich um sich oder ihre unverkäuflichen Erzeugnisse zu vermarkten, denn dafür sind immer Schlagzeilen garantiert. Und genauso ist das jetzt auch mit der Reichskriegsflagge. Statt sich mit dem zumindest diskussionswürdigen Anliegen der Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen auseinanderzusetzen, haben sie lieber ihre Fähnchen thematisiert oder Fähnchen, die einige da zur Demo mitgebracht haben. Das spart nämlich lästige Diskussionen, denn man kann die Leute dort viel einfacher und billiger als Rechtsradikale, Covidioten, Reichsbürger oder sonst was stigmatisieren. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum man zu so einer Demonstration gegen Infektionsschutzmaßnahmen eine Reichskriegsflagge mitbringen muss. Hören Sie doch mal zu, hören Sie doch mal zu. Das ist auch Demokratie, das lernen Sie noch. Ich habe keine Ahnung, warum man zu so einer Demonstration gegen Infektionsschutzmaßnahmen eine Reichskriegsflagge mitbringen muss. Es erschließt sich mir nicht, denn einen größeren Gefallen kann man dem politischen Gegnern natürlich nicht machen. Dass aber wieder irgendwelche drittklassigen Provinzschranzen von SPD und CDU daraus einen Nazi-Skandal fabrizieren, fühlen Sie sich angesprochen? Fühlen Sie sich angesprochen? Nee. Erschließt sich mir genauso wenig. Das ist Geschichtspolitik für Leute, die zu viel Guido Knopp geschaut haben und folglich glauben, die deutsche Geschichte beschränke sich auf 33 bis 45. Alle Altparteien im Haus wollen jetzt also die Reichskriegsflagge verbieten, vorangetrieben von der SPD, und die Hasenfüße, die sogenannten bürgerlichen Hasenfüße, laufen natürlich hinterher. Und da machen Sie auch keine halben Sachen, meine Damen und Herren, von der SPD. Sie wollen nicht nur die Kriegsflagge des Deutschen Reichs und des Norddeutschen Bunds verbieten. Nein, bitte auch gleich noch die Kriegsflagge der Weimarer Republik. Die war zwar eben eine Republik, wie der Name schon sagt, und auch eine Demokratie, aber dann wohl auch irgendwie rechts und Nazi. Die SPD, der SPD ist inzwischen wohl sogar ihre eigene Vergangenheit peinlich. Umgekehrt wäre es wohl auch so.
Die Fahne war ein offizielles Symbol Deutschlands unter Reichspräsident Friedrich Ebert von der SPD. Also wenn Sie Nazis bekämpfen wollen, meine Damen und Herren, benennen Sie vielleicht erstmal Ihre Stiftung um, denn Herr Ebert ist ja Ihrer Logik nach dann wohl auch ein Nazi. Vielen Dank. Das war der Abgeordnete Tritschler.